Ja, hallo, da bin ich wieder. Heute gibt es wieder ein neues Video von der Firma Mantalab in Lentikularschuber zum Man of Steel. Dann das ist die Schutzhülle, was immer dabei ist, mit der Nummer 001, Exklusiv-Steelbook von Mantalab. Dann das war vorne drauf, so Karton, Blu-ray 3D plus Blu-ray, was halt dabei ist. So, dann haben wir da hinten die technischen Daten. Also, es klingt halt so farbig. Deutscher Ton ist, glaube ich, keiner drauf. Nope. Also so schaut es aus. Es hat so einen leichten Farbschimmer drin. Schaut ziemlich cool aus. Dann ist die Frontseiten. Er spiegelt halt ziemlich mit dem Licht. Ja, da erkennt man es gut. Da kommt halt immer so weiter Vierer. Also ziemlich cool. Auf der Seitenname Man of Steel ist leicht erhaben. Schaut auch sehr cool aus. So, dann kommen wir zum Steelbook. Jetzt habe ich da so ein Fotobuch dabei oder Booklet. Vorne mit Man of Steel. Hinten schaut es so aus. Ja, so wie ein kleines Booklet. Also die Seiten sind auch ziemlich dick. Also es ist halt ein kleines Booklet, wie man es halt sonst gewohnt ist. Aus einem Full Slip aus oder so. Aber das Foto ist gestochen scharf, schaut sehr cool aus. Also es sind auch wieder auf Englisch geschrieben, halt, dass man ein bisschen mitlesen kann. Schätze mal, das sind alles so Hintergrundinformationen. Ja, Kevin Costner. Wie er noch jung war im Film. Eine coole Szene. Also ich halte es da so rein, hoffe, man kann es dann gut lesen. Also, der Film hat mir auch sehr gut gefallen. War echt geil. Sehr cool. Russell Crowe, auch ein super Schauspieler. Gefällt mir auch sehr gut. Komplettfoto. Also für Mantelab finde ich es halt auch cool, dass so Booklets machen, halt, wo man auch ein bisschen Hintergrundinformationen lesen kann und so. Gefällt mir sehr gut. Also hinterm Drehfotos und so, sowas finde ich auch immer voll cool, wenn man sieht in die Booklets. Sehr cool. Wenn's reflekt. Ah, cool. Also wie gesagt, das Booklet ist halt sehr stabil und dick. So, dann kommen wir da noch zu die Art Card. Muss da noch dabei sein. Also das sind jetzt in der Art so wie kleinere Postkarten. Schauen aber auch sehr cool aus. Also schauen sie auf der Rückseite aus. Mit Man of Steel. Dann noch so kleine Hardcards. Das schaut auch ziemlich cool aus. Das schaut hinten dann so aus.
viel spüren. So, dann kommen wir zum Steelbook. Also das Steelbook schaut echt verdammt geil aus. Also auch komplett in hochglänzend, auch ziemlich fingerabdrucklos, da man sich Sichtzeit drauf. Also eine komplette Raumeinprägung, Man of Steel ist geprägt. Das Superman-Logo ist auch komplett geprägt. Also da sieht man es ganz gut. Also schaut echt vom Steelbook her, es ist echt vom Druck her total klar und alles. Echt geile Edition. Schaut echt cool aus. Dann haben wir da ins Bein 3D-Logo, Man of Steel, Warner Brothers Logo. Dann die Rückseiten. Auch komplett in hochglänzend. Ja, man sieht jetzt die Fingerabdrücke drauf. Das wische ich noch hoch. Upsi. Dann haben wir da die 3D-Disc. Ja, die Discs sind halt ziemlich schlicht gehalten. So, dann haben wir da die 2D-Disc. Schaut auch so wie die 3D aus. Dann haben wir da einen Innendruck. Ja, Innendruck ist leicht unscharf gemacht, aber ich schätze mal, es wird so gewollt gewesen sein. So, ein Steelbook ergibt da ein ganzes Bild. Also schaut echt sehr geil aus. Also das Steelbook, muss ich sagen, gefällt mir echt sehr gut, auch von der Prägung her und alles. Das Superman-Logo auch geprägt ist. Echt coole Edition. So, jetzt sage ich jetzt nochmal Grafik Schuber. Ja, das ist wegen dem Licht. Dann sieht man das jetzt nicht so gescheit. Aber er wird immer kleiner. Vielleicht wird es wieder weggeholt. Ja, jetzt sieht man es besser. Also es schaut halt aus, als da immer näher kommen. Ah, ziemlich cool. Ja, dann war es eigentlich von meiner Seite schon wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Video. Tschüss!